Sprühen oder rollen? Moin Moin, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wie ihr hören könnt, schallt es ein bisschen. Ich bin nämlich hier gerade auf einer Baustelle, beziehungsweise die wird so ein bisschen renoviert. Deswegen ist der Raum leer und schallt bekanntlich. Ich möchte heute mit euch einen Heizkörper lackieren. Und das nicht mit der Rolle, sondern mit der Sprühdose. Und wie du das machen kannst, das erfährst du noch im Intro. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. In der Regel ist das ganz, ganz einfach und es kann wirklich jeder Laie zu Hause nachmachen. Ihr müsst ein paar Dinge beachten, die werde ich euch gleich Schritt für Schritt in diesem Video zeigen. Aber warum denn sprühen, bevor, also anstatt rollen? Ganz einfach, ich finde, ich rolle ja auch nicht ein Auto, eine Oberfläche vom Auto. Da gibt es schon große Unterschiede und das Ergebnis sieht einfach viel, viel besser aus, wenn ihr das einfach sprüht. Ihr könnt es auch mit einer Rolle machen, aber ich empfehle euch, das Ganze zu sprühen. Und natürlich müsst ihr also einige Sachen beachten. Grundvoraussetzung ist natürlich das Ganze abkleben. Deswegen ist es eigentlich ideal, wenn der Raum renoviert wird. Beispielsweise die Tapeten sind ab, dann muss man nicht wirklich aufpassen, falls man so ein bisschen Sprühnebel auf die Wand kommt oder so. Natürlich sollte man beachten, es kann durchaus sein, dass dann der Putz oder die Tapete später nicht hält durch diesen Lack. Deswegen empfehle ich euch, das vorweg alles abzukleben. Ich verwende jetzt hier zwei unterschiedliche Kreppbänder von Breiten. Einmal das blaue ist für den Außenbereich. Ich habe damit sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, dass ich das einfach für den Innenbereich verwende, weil es sehr, sehr kräftiger und ich finde, es klebt auch viel, viel besser. Und dann das Breite, sieht aus wie Paketklebeband, ist es aber nicht. Das ist auch ein Abklebeband in breiter Form. Damit könnt ihr schöne breite Flächen abkleben. Das ist eigentlich ideal für diesen Bereich. Des Weiteren habe ich eine Folie im Einsatz. Hat der ein oder andere bestimmt schon mal gesehen, wenn ihr was gemalt habt oder tapeziert habt. Damit könnt ihr den Boden abkleben, Fenster abkleben. Die Folie könnt ihr schön ausziehen. Und das ist eigentlich auch ideal für dieses Projekt. Dann braucht ihr natürlich noch eine Atemschutzmaske und ein Schleifvlies gibt es in unterschiedlichen, ich sage jetzt mal, Ausführungen von fein bis mittel bis grob. Ich habe jetzt ein Mittel genommen. Ihr könnt natürlich auch ein grobes nehmen, eventuell etwas Schleifpapier, aber das zeige ich euch gleich alles im Objekt. Und natürlich die Sprühdose. Ich habe jetzt hier eine von Duplicolor Radiatorspray. Das ist ein Heizkörperspray und damit könnt ihr von 0,8 bis 1,2 Quadratmeter, sprich ein Heizkörper, könnt ihr locker mit einer Sprühdose zum neuen Glanz verhelfen. Worauf ihr da achten müsst, das zeige ich euch gleich. Erstmal kleben wir unseren Heizkörper ab. Bevor wir jetzt mit der Folie beginnen, will ich erstmal alle groben bzw. feinen Sachen abkleben. Ganz, ganz wichtig ist natürlich, das Heizungsthermostat abzukleben. Übrigens, wie ihr das wechseln könnt, darüber gibt es auch ein extra Video, das werde ich dir mal hier oben verlinken. Da nutze ich natürlich das Große und ihr müsst das wirklich sehr, sehr sorgfältig abkleben, denn das Ganze ist sehr empfindlich, wenn der Sprühnebel reinkommt, nachher ist die Funktion nicht mehr gewährleistet. Sprich, das Ganze solltet ihr wirklich sehr, sehr genau abkleben. Dann ist es wichtig, bei einer Heizung gibt es auch ein Lüftungsventil. Das befindet sich meistens, hier ist das Thermostat, genau gegenüber. Das ist ein kleines Ventil, womit ihr die Heizungen lüften könnt. Das müsst ihr übrigens, ja, sollte man einmal, zweimal im Jahr machen. Darüber gibt es auch ein extra Video, was schon etwas älter ist. Also wenn die Heizung so ein bisschen blubbert oder nicht richtig warm wird, dann müsst ihr das Ganze lüften. Das Video werde ich dir auch hier oben verlinken. Dieses Heizungsventil, da wir ja zweimal im Jahr ran müssen, müssen wir natürlich auch abkleben und dürfen wir nicht zunebeln. Genauso unter dem Heizungsventil ist noch ein Ventil bzw. eine Ablassschraube. Die würde ich auch abkleben. Bevor ich jetzt die große Folie ansetze, werde ich das Ganze jetzt schleifen mit diesem Schleifvlies hier. Der Heizkörper hier ist eigentlich nochmal in recht sehr, sehr gutem Zustand. Sprich, die Farbe blättert nicht ab. Wir haben hier keine großen Läufer drauf. Der Heizkörper bzw. die Farbe ist einfach nur vergilbt und ich will einen neuen Glanz reinbringen. Da genügt es, wenn ihr diese Schleifvlies nimmt und die Oberfläche einfach nur anraut. Warum, weshalb? Ihr seht jetzt hier, ich trage hier schon so ein bisschen Lack ab oder Farbe. Und es ist halt wichtig, dass wir die Oberfläche anrauen, damit der Sprühnebel bzw. damit die Farbe auch eine gute Verbindung mit dem alten Lack eingehen kann, damit wir auch lange was davon haben. Ansonsten kann es durchaus sein, dass der Lack oder die Farbe später abblättert. Sprich, das Ganze schön anrauen, wirklich jede Ritze, den kompletten Heizkörper schön anschleifen damit
Und danach geht ihr mit einem feuchten, ja, ich sag jetzt mal nebelfeuchten Lappen rüber und wischt das Ganze wieder sauber, als ob ihr einen Tisch wischt. Wichtig ist dann, dass wir mit diesen Lappen dann den Schleifstaub wieder entfernen und dann lassen wir das Ganze trocknen. Und was ganz, ganz wichtig ist, dreht den Heizkörper vorweg auf 0. Das heißt, der Heizkörper sollte jetzt nicht warm sein, eine ganz normale Zimmertemperatur sollte der Heizkörper haben. Und wenn ihr einen Heizkörper habt, wo die Farbe schon abblättert, das ist meistens, ich weiß nicht, ob es bei dir der Fall jetzt ist, meistens ist es nicht so, aber es kann ja mal vorkommen, dann müsst ihr natürlich die Lackpartikel, die jetzt abblättern, müsst ihr komplett entfernen und da reicht so ein Schleifvlies nicht mehr. Ihr solltet da mit Schleifpapier rangehen, beispielsweise 100er, eventuell ein elektrisches Schleifgerät nehmen, womit ihr das Ganze schön abschleifen könnt. Und ihr müsst quasi den ganzen Lack, der sich von alleine runterbröselt, den müsst ihr komplett runterholen. Dann geht ihr bald mit einem 120er Blatt, schleift das Ganze nochmal maschinell und ihr arbeitet euch hoch bis zum Schleifvlies dann. Danach das Ganze auch wieder reinigen und dann müsst ihr, bevor ihr dann den Heizkörperlack auftragt, müsst ihr das Ganze grundieren, weil wir ja bis zum Grundkörper, bis zum Grundmaterial geschliffen haben. Und dafür gibt es eine spezielle Grundierung, die könnt ihr auch aufsprühen. Alle Materialien, die ihr jetzt dafür benötigt, werde ich euch unten in der Videobeschreibung verlinken. Das Ganze ist jetzt abgeklebt und gesäubert. Jetzt ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr jetzt nicht mehr den Heizkörper berührt. Ansonsten haben wir eventuell Fettrückstände drauf und dann hält der Lack später nicht so gut. Wie ihr sehen könnt, hat das mit der Folie nicht so ganz geklappt. Warum, weshalb? Ganz einfach, diese Abdeckfolie, das war jetzt kein Markenprodukt, beziehungsweise am Fenster hat es jetzt gut gehalten, aber sobald ich das ausgerollt habe, hat sich das miteinander verknüllt und verknotet und ich konnte das gar nicht richtig jetzt hier anwenden. Ich habe da einfach dieses breite Klebeband genommen und alles abgeklebt. Worauf müsst ihr jetzt darauf achten, wenn ihr jetzt eine Wand habt, die bereits gemalert worden ist, kann es durchaus sein, wenn ihr später dieses Kreppband abzieht, dass ihr die Farbe mit runterholt. Also darauf müsst ihr achten, eventuell doch eine Folie zu verwenden. Also jetzt nicht wie ich jetzt hier mit Kreppband arbeiten, ganz, ganz wichtig mit einer Folie. Dieser Raum wird später noch gestrichen, deswegen ist es nicht so ganz so wild, wenn ein bisschen Tapete abgeht, beziehungsweise die Oberfläche ein bisschen angegriffen wird. Jetzt können wir loslegen mit dem Lackieren. Bevor wir loslegen, müssen wir natürlich die Sprühdose vorbereiten. Ganz, ganz einfach, ihr braucht einen flachen Schraubendreher, damit könnt ihr die Abdeckung abnehmen. Dann nehmt ihr den Sprühkopf ab und innen drinne ist ein Transportschutz, dass die Sprühdose nicht einfach lossprühen kann oder Farbe entweichen kann. Diesen Ring müsst ihr auch mit einem flachen Schraubendreher entfernen. Dann die Sprühdose kräftig schütteln, mindestens 3 bis 5 Minuten lang. Laut Verpackungseinheit hinten stehen 2 Minuten, ich schüttel die mal ein bisschen länger. Und dann können wir auch loslegen. Sprühabstand 25 bis 30 cm und dann empfehle ich euch wirklich das Ganze in mehreren Schichten zu lackieren, sprich eine ganz, ganz dünne Schicht drauftragen, 30 Minuten warten, dann die nächste Schicht, bis ihr mit dem Ergebnis zufrieden seid. Wichtig ist auch im gesamten Haus oder gesamten Wohnung alle Türen zu schließen und auch alle Fenster, bis dieses Fenster hier in diesem Raum, wo ich lackiere, das lasse ich auf Kipp, beziehungsweise könnt ihr auch öffnen. Öffnen würde ich es jetzt nicht, weil es kann sein oder die Gefahr ist ziemlich groß, dass Fliegen reinkommen oder vielleicht auch Pollen, die sich dann auf den frisch lackierten Heizkörper absetzen. Sprich, ich setze das Ganze nur auf Kipp, damit der Raum gelüftet wird. Nach 3 Stunden bitte den Raum dann stoßlüften, denn dann ist die Farbe schon leicht angetrocknet und die Gefahr ist wirklich sehr gering, dass sich da noch irgendwas festsetzt. Und 24 Stunden später ist das Ganze komplett durchgetrocknet und ihr könnt den Heizkörper wieder voll aufdrehen und das Zimmer auf Temperatur bringen. Was ich euch jetzt nicht gezeigt hatte, ist, habe ich leider vergessen, diesen Pistolengriff hier. Ihr könnt bequem auf die Sprühdose draufklipsen und dann könnt ihr das wie ein Lackierer lackieren. Hat 2 Vorteile. Einmal A, ihr bekommt keine dreckigen Finger und B, es ist sehr, sehr angenehm, diesen Hebel hier, diesen Abzug zu betätigen. Sprich, ihr müsst nicht die ganze Zeit den Finger, den Zeigefinger nutzen und drauf drücken und irgendwann verkrampft das Ganze, wenn man oder derjenige, der schon mal längere Zeit gesprüht hat, hat das schon mal dann gemerkt in den Fingern und da ist so eine Sprühhilfe, so ein Pistolengriff sehr, sehr hilfreich. Das heißt, sehr, sehr angenehm zu bedienen. Und C, der dritte Faktor, der für mich persönlich ganz, ganz wichtig ist, ihr könnt die Sprühdose ganz, ganz bequem und ganz sicher und gerade führen und habt dann nachher so ein Sprühergebnis wie beim Lackierer, wie so eine Lackierpistole. Werde ich euch unten nochmal in der Videobeschreibung verlinken.
Ja, das Ergebnis ist fertig. Wie ihr gesehen habt, habe ich auch schon den Hintergrund gemalert. Sprich, ich habe alles richtig abgeklebt und es ist kein Sprühnebel oder irgendwo am Fenster oder an der Tapete gekommen. Ein sehr, sehr tolles Ergebnis. Und hiermit verabschiede ich mich auch von dir. Ich hoffe, dir hat dieses Video weitergeholfen. Und ich werde jetzt loslegen und den neuen Bodenbelag verlegen. Wenn du wissen möchtest, wie man Klick-Vinyl verlegt, dann schau dir doch dieses Video an. Und wenn du mich noch nicht abonniert hast, dann drück doch den Abo-Button und aktiviere die Glocke, damit du kein Video mehr verpasst. Ich würde sagen, bis nächsten Freitag um 19 Uhr, euer Meister Handwerk auf YouTube. Ciao.